So, ein kleines Update. Und zwar sind jetzt 3 Tage vergangen. Ich habe mein Fenster aufgemacht. Es sind 3 Tage vergangen. Ich habe nichts machen können, weil der Gaswasserinstallateur war im Haus und hat für die Sachen, die er machen musste, 3 Tage gebraucht, anstatt 3 Stunden. Ist aber nicht weiter schlimm, dafür hat er es richtig gemacht. Er konnte nichts dafür, weil die Rohre, die in den Wänden lagen, die waren so kurios verlegt, dass er einen großen Teil der Wand aufstemmen musste. Das hat er jetzt gemacht. Und ja, gucken wir uns das Ergebnis mal an. Da sind die neuen Rohre verlegt. Da unten Heißwasser. Geht darüber. So. Und dann kommt das hier an. Ja, das ist tot. Das ist kein Strom mehr da. Die Heizungsanschlüsse hat er mir vorbereitet. Ja. Das war vorher hier oben. Jetzt ist es hier unten. Und da auch einmal neu gelegt. Und hier Toilette vorinstalliert und den Druckspüler entfernt. Musste auch viel von der Wand freisetzen, weil in dem Abflussrohr war ein Haarriss drin. Das heißt, er musste das komplett aufstemmen. Ja. Und ich mache den ganzen Mist jetzt wieder zu. Buchenbetonsteine habe ich ein paar geholt. Und jetzt ist es auch allerdings schon kurz nach 8. Aber ich wollte trotzdem heute mal ein bisschen schon mal anfangen, die Wand zuzumachen. Und da rühren wir jetzt erstmal den Fliesenkleber für an. Los geht's! Guck mal, wie das geht. Ich hab's ja gerade angemischt. Mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Wand und Boden innen und außen. 3 Stunden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob der so richtig ist. Jetzt knall ich erstmal hier ein bisschen was drauf. Ein paar Steine habe ich schon vorgeschnitten. So, jetzt ist 9:30 Uhr. Ich habe das mehr oder minder professionell zugemacht. Heißt, oh mein Gott, ich habe die großen Löcher zugemacht mit Powerbeton. Bis auf eins, was ich jetzt heute nicht mehr machen will, weil gerade der hier, ne? Der Mörtel ist alle gerade. Also ich habe noch was, aber ich will jetzt nichts mehr anrühren, weil es 9:30 Uhr ist. Also ich habe jetzt mit Bauschaum nochmal die groben Löcher zugemacht. Hier oben habe ich was aufgefüllt. Hier unten viel Bohrbeton, viel Estrich. Und dann noch die übrig gebliebenen Löcher nochmal mit Bauschaum ausgefüllt. Morgen kommt da nochmal ordentlich Putz drauf. Dann kann ich im Prinzip den Rest des Raumes grundieren. Ach nee, ich muss ja noch Estrich da machen. Da. Und da ist nochmal was zum Zumachen, dass ich morgen ein bisschen Putz anrühren kann und Löcher zumachen. Grundieren wäre schön, wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt erstmal das hart werden lassen, Überschuss abschneiden und dann morgen Putz drauf, wenn ich hier nicht mehr durchfassen kann. Ja, schauen wir mal, wie das morgen aussieht mit dem Bauschaum. Ich muss ja auch noch die Badewanne begradigen, die hier schräge Seite.
Da habe ich mir dank eines Tipps von, ich weiß gar nicht mehr, einen Herrn von YouTube den Tipp geben lassen, dass man Fliesenlegerplatten verwendet und das damit gerade macht. Probieren wir mal aus. Ich habe die Platten schon gekauft. Dann machen wir das morgen mal gerade. Vielleicht, wenn ich Zeit habe. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao.